Wir sind noch in Südtirol auf dem Campingplatz und wir erkunden heute unter anderem den Schluchtenweg. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb den Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Da sind wir doch. Heute ist schlecht Wetter angesagt, soll uns aber nicht jucken. Ihr seht ja selber, die Sonne scheint. Das ist ja im Prinzip immer so wie am Meer. Ja, Wetter soll schlecht sein, aber dann kommt doch die Sonne raus. Und ich denke mal, genauso verhält sich auch das Wetter in den Bergen. Wir haben trotzdem jetzt gesehen, dass es jetzt ein paar Stunden trocken sein soll. Ich würde sagen, ja, ich hole die Bikes wieder von hinten runter. Und da möchte ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe ja immer schön das Schild hier hinten dran. Es gibt natürlich hier so... ja, so Fahrradtaschen im Prinzip, ne? Aber wir haben jetzt so allgemein die Erfahrung gemacht, ja, mit so einer Fahrradplane, ach, dann hörst du immer hinten den Wind so knittern und so weiter, weil dort könnte man natürlich das Schild reinmachen. Und da haben wir uns gedacht, nee, komm, die Fahrräder, ihr seht es ja auch schon seit langem, die sind halt draußen. Natürlich ist hier und da mal eine Kette, die man dann ölen muss, ne? Klar, Rost, sowas entsteht natürlich. Aber dann muss man sie halt mal ölen. Man hat WD-40. Ich denke mal, da mache ich jetzt gleich ein bisschen was dran. Unten pumpen wir gleich nochmal vom Mops die Reifen auf. Die waren so ein bisschen, na, nicht so gut. Ja, aber wie ihr auch schon seht, also wir haben hier unsere Sachen gepackt. Wir werden jetzt heute nicht den Platz verlassen, aber wegen dem Wetter waren wir dann doch schon irgendwie ein bisschen, dass wir uns dachten, na, kann das irgendwie zu heftig werden? Komm, lass mal lieber den Teppich schon mal einräumen. Ne? Das ist auch so eine Sache mit so einem Teppich. Den haben wir dann schön ja, abgeledert am Ende. Der ist noch zum Auslüften hinten drin. Könnte man natürlich jetzt mal rauslegen, aber dann denke ich mir auch, na, wenn es dann doch gleich irgendwie regnet, ist es vielleicht schlecht. Markise ist drin, Stühle, alles ist drin und so soll es auch sein. Mops, du machst dich jetzt wetterfest. Ne? Die Sonne scheint zwar ein bisschen, aber Vorsicht ist geboten, oder? Ja, heute testen wir zum ersten Mal unsere Regenhose. Die hatten wir irgendwann mal bei Aldi mitgenommen. Ich sag gerade schon, Hose von Aldi, Schuhe habe ich irgendwann mal bei Lidl gekauft. Okay. Ja, läuft, ne? Aber es erfüllt Sinn und Zweck. Und ja, ich war sogar mal mit dem beim Pflegedienst arbeiten. Die waren ganz praktisch gewesen. Sind halt so Regenstiefeletten. Und ja, wir wollen ja jetzt ab zum, wie heißt das nochmal? Schluchtenweg. Genau, zum Schluchtenweg. Und da kann es ja vielleicht in der Schlucht nass und schmutzig und matschig werden. Und deswegen... und ja, der Himmel ist auch so ein bisschen bewölkt, deswegen gehen wir lieber auf Nummer sicher und testen heute mal unsere Klamotten. Ja, Mops, du hast bei Decathlon was gesehen, was uns jetzt zu Verhängnis werden könnte. Ja, wir haben die Drohne dabei und können den Rucksack nicht abschirmen, ne? Ja, genau, genau. Wir haben jetzt, ich habe auch noch ein Tütchen eingepackt, dass wir sie, wenn zur Not einpacken müssen. Wir hätten mal echt so ein Regencape für den Rucksack mal mitnehmen sollen. Also wenn wir irgendwie sowas hier nochmal sehen, dann sollten wir da mal zugreifen. Ja. Nach und nach weiß man halt immer besser, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Also wir schmeißen so einige Sachen immer raus und neue Sachen kommen immer rein. So, jetzt möchte ich mal Elos auch noch zeigen. Ja, Regenhose, ne? Die neuen, das sind meine Winterbarfußschuhe. Ja, die ganz sehen edle Teile, ne? Ich muss gerade lachen. Warum? Die Regenjacke, die habe ich dir, glaube ich, auch mal. Wo habe ich die gekauft? Auch bei Aldi oder bei Lidl? Hey, Aldi ist nichts Verkehrtes. Ich glaube, Aldi ist jetzt modern. Aber du siehst aus wie ein Schlumpf, weil man das nämlich ein Regenmantel. Ja, aber besser aussehen wie ein Schlumpf anstatt hinter pitchnass. Und guck mal, die Haare, Leute. Ja, mit die. Umgemacht. Ja. Ja, ich muss ja einen Helm aufziehen. Ich bin ja vorbildlich, ne? Also, kann ich da jetzt. Hier, unser kleines Nesthäkchen sieht aber auch super aus. Ja, Mops, das wird jetzt ein heftiger Weg. Ab hier ist Fahrradfahren verboten, ne? Genau, wir schieben jetzt hier, oder beziehungsweise hier vorne in dem Wald war es eher gesagt verboten. Jetzt schieben wir und wir gucken mal, vielleicht können wir es ja gleich irgendwie per Rad fortsetzen. Ansonsten wären es irgendwie noch über anderthalb Stunden, was so mit dem Kleinen nicht gerade praktisch ist, ne? Ja, die Fahrräder stellen wir da hin. Ab hier geht es zu Fuß weiter. Das macht hier nämlich gar keinen Sinn. Irgendwie ist es lustig, hier Mops gerade eben mit dem alten Rucksack von mir zu sehen, den ich auf dem Sperrmüll gefunden habe. Da guckt sie schön. Aber hier geht es auch wirklich nicht mit dem Fahrrad lang. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Aber wir haben ja auch die Drohne dabei. Das heißt, wir könnten sie immer mal wieder steigen lassen, um mal zu gucken, ah, wie geht's denn hier weiter? Wie geht's denn? Aber ich finde, schaut mal hier, der Weg, der ist ja echt toll angelegt hier. Also direkt an dem Fluss. Gestern habe ich noch See gesagt. Ist ja ein Fluss, also ich würde mal sagen, das ist ein Fluss. Ein Bach ist es nicht, ist schon ein Fluss. Der Mian wollte aber auch lieber seinen Helm auflassen.
Ja, warum auch nicht? Ich möchte hier noch sagen, Fahrradfahrer sind hier verboten auf diesem Weg. Deswegen haben wir es auch abgestellt. Wir dachten, ah, eine kleine Passage ist es und dann ist es vorbei. Nee, nee, so ist es nicht. Hallo. Oh, hier riecht es nach Ziege. Hallo. Ich glaube, ich der Chef hier, die Große. Ausgerüstet mittlerweile mit Wanderstöcken. Ab jetzt beginnt hier die Bergetappe. Eieiei, kann fast den Stolpern, deswegen hat sich das gerade eben so angehört. Ja, hier sind wir jetzt rausgekommen. Für uns geht es jetzt hier wieder schon zurück. Es reicht einfach. Wir sind genau in der Mitte sind wir von Sandleot, Passaia und Moos. Und das reicht auch. Wir wollen uns jetzt mal hier diesen Hof anschauen. Hofschenke, Hinterbruck. Das gucken wir uns mal an. Ist der 1. Mai, wir drei sind jetzt bereit zu starten. Wir verlassen unsere Wohnung, unseren Heimathafen. Wir fahren raus in die Welt, in das Ungewisse. Denken an die Liebsten, wissen, dass sie uns vermissen. Ein paar Tränen laufen runter, fallen jetzt auf den Boden. Und wir halten uns die Hände, wir sind auserkoren. Diese Reise, unser Schicksal, es ist unser Weg. Und es wird doch traumhaft schön, wie auch unbequem. Ja, hier ist jetzt der Hof. Hier gibt es Hühner, Kaninchen, die konnten wir gucken. Da vorne kann man sich natürlich eine Erfrischung holen, ein Bierchen. Ich habe schon einige dort gesehen, die sich ein Bierchen gönnen. Na, nicht schlecht. Um die Uhrzeit, was haben wir? 1 Uhr, ein kleines Bierchen. Jetzt ist Mittagspause angesagt. Die Fahrräder sind wieder hinten drauf, Schild ist dran. Das mit dem Teppich wollte ich noch ganz kurz sagen. Der war nicht komplett nass, der war halt nur nicht so, dass man die Verpackung schon wieder schließen sollte, dass er halt ein bisschen ausdünsten konnte. Das war mir nämlich noch wichtig. So, ich mache mich jetzt ran, Mittagessen machen. Was es gibt, das wisst ihr. Das Essen ist jetzt ready. Mops hatte diesmal die Pizza nur eine halbe Stunde drin. Sie sagt, das ist schon um einiges weicher. Und wir essen zu viert. Der Bär isst mit. Ein guter Hausmann, der macht den Abwasch. Ist da logisch. Das ist dann irgendwie meine Aufgabe. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, also wir machen ja halt den ganzen Tag den Alltag. Ne? Also wir haben den kleinen Mian, der Mian hat Bedürfnisse, wir selber haben auch Bedürfnisse. Wir haben keine Spülmaschine, wir haben keine Waschmaschine. Und dann ist so ein Tag auch immer schnell rum. Ne? Und jetzt ist irgendwie schon wieder abends und ja, man denkt sich, wo ist der Tag schon wieder hin? Gut, wir hatten natürlich ein schönes Abenteuer heute und alles war schön, das war auf jeden Fall super. Aber eins belastet mich jetzt tatsächlich. Das ist halt das mit dem Internet. Wenn Internet nicht da ist, jetzt haben wir natürlich gerade eben noch WLAN hier auf dem Platz. Das ist super, aber morgen geht's weiter. Morgen geht's schön auf die Reise. Es geht natürlich Richtung Süden, ist ja logisch. Und ja, wie machen wir das? Wir brauchen wahrscheinlich mal echt eine Karte. Wir haben ja auch gesagt, komm, wir holen uns dann immer eine Karte im Ausland. Ist wahrscheinlich auch günstiger. Sind gerade natürlich noch ein bisschen im Blindflug. Ja, was kriegen wir jetzt hier für eine Karte? Was ist möglich? Bella Italia, was? Ne? Naja, müssen wir uns auf jeden Fall schlau machen, dranbleiben. Aber das ist natürlich immer noch ein großer Faktor. Oder wir haben ja einen Handyvertrag. Man könnte ja 80 Euro mehr zahlen monatlich. Aber 80 Euro... Gut, dann hätten wir innerhalb von EU-weit hätten wir dann ja, genug Internet. Aber insgesamt sind es dann aber auch dann für den Vertrag dann, lasst mich mal rechnen, dann 185 Euro. Wir zahlen ja so schon 105, was viel ist meiner Meinung nach. Gut, wir haben jetzt nicht zu Hause den Stromanschluss. Wir haben jetzt nicht Internetanschluss, was die meisten vielleicht bei Telekom bei 50 Euro schon zahlen. Dann hat man nochmal einen Handyvertrag und sowas. Das ist ja alles in einem. Deswegen, ich versuche das gerade eben zu relativieren. 105 Euro kriege ich natürlich nicht mal eben so schnell relativiert. Das ist klar. Aber irgendwie belastet mich das. Und Mops sagte halt, sie hat halt recht, wir müssen halt erstmal testen. Wir müssen mal eine SIM-Karte holen. Jetzt ist natürlich dann, wir haben ja einen Router auch im Wohnmobil, der ist natürlich oben drin, da ist jetzt unsere Vertragskarte drin. Das könnte ja auch bleiben, aber dass wir dann vielleicht dann in Zukunft auch eine SIM-Karte dafür hätten,
um die Videos hochzuspielen. Also ich habe jetzt in Zukunft nicht mehr viel Lust, mich in Einkaufsladen oder sowas zu setzen und dann die Videos hochzuspielen. Das finde ich jetzt nicht so toll. Na, jetzt habe ich auch da hinten verpasst, den Müll wegzubringen, weil ich hier so im Quatschfluss war. Ist aber auch gar nicht schlimm. Wir machen nämlich jetzt gar nicht mehr viel, das kann ich euch sagen. Wir werden uns jetzt noch schön ein Filmchen angucken. Da hinten ist ja die Dusche, da gehen wir noch später schön entspannt duschen. Morgen geht's auf Tour. Wir freuen uns. Ich bin auch schon wieder heiß. Neue Gebiete, neue Orte, neue Sehenswürdigkeiten und so weiter. Ich habe mir heute noch nicht mal die Haare gemacht. Ich sag zu euch, danke fürs Zusehen und ciao. Wir sehen uns aus Italien morgen. Ciao.